Was uns dieses Evangelium heute sagt, liebe Schwestern und Brüder, kann man in wenigen Strichen skizzieren. Wer glaubt, dass die Jüngerschaft Jesu eine ruhige Bootsfahrt ist, eine spirituelle Sightseeing-Tour, um die schöne Landschaft wahrzunehmen, der hat sich geirrt. Jüngerschaft heißt, eine Fahrt ans andere Ufer zu übernehmen, mit ihm. Und es gibt keine Jüngerschaft ohne den ausbrechenden Sturm, innerlich, äußerlich, wie auch immer. Immer ist er dabei. Aber er wählt seine Weise, wie er dabei sein will. Wir wissen nicht genau, was dieser Schlaf Jesu bedeutet. Ob er nicht im Schlaf ganz durch das Leiden hindurchgeht. Es ist seine Weise. Man kann ihn sehen und doch ist er irgendwie abwesend. Die Jünger reagieren damals genauso wie heute. Der Untergang ist sozusagen ausgemachte Sache. Es kümmert ihn nicht, dass wir hier zugrunde gehen, dass wir untergehen, dass wir von der Bildfläche verschwinden, dass wir immer weniger werden. Und das, was Jesus den Jüngern damals sagt, sagt er uns auch heute. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Das ist ein Wort, das Jesus seiner Jüngerschaft ins Stammbuch schreibt. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Gestern sprachen wir über diese merkwürdig sich ausbreitende Selbstbescheidung. Und heute, gleich im nächsten Abschnitt, müssen wir über diese Angst, über diese Furcht nachdenken. Aber es ist irgendwie eine Furcht um uns selbst. Es muss uns um die Jüngerschaft gehen, um die Ausbreitung des Reiches Gottes. Weil dann wird unsere ganze Aufmerksamkeit wieder auf den gelenkt, der am Ende aufsteht und sich Schweigen ausbreitet, der mit seinem machtvollen Wort alles wenden kann, alle Not, jeden Sturm und jeden Untergang abwendet. Aber nur er. Es mag uns helfen, dass die Jünger zuerst Angst hatten, wie Jesus sagt, warum habt ihr solche Angst? Und dass sie dann, wenn sie sehen, was er tut, von Furcht ergriffen werden. Sie kommen also von einem ins andere. Sorglosigkeit oder Ahnungslosigkeit ist in der Jüngerschaft nicht gefragt. Sorglosigkeit nur insofern, als wir wissen, er ist da. Und er allein kann unsere Not wenden und er wird sie wenden. Aber er tut es auf seine Weise. Nicht vielleicht so, wie wir es erwarten. Nicht vielleicht so, wie wir das in unserer Angst uns vorstellen. Unsere Aufgabe ist es, an ihn zu glauben. Ohne Furcht, aber voller Respekt.